Guten Abend, meine lieben ETS-Zuschauer und Zuschauer. Ich wünsche euch einen schönen zweiten Adventssonntag. Und ja, ich habe mir gestern mal für die 1.49 und die Promo 268 neues Konto gemacht und mir so eine kleine Map-Kombo zusammengestellt, die sich aus der RussMap und OX, Great Steppe, Promods zusammensetzt. Ich kann euch das mal zeigen. So. Also wie gesagt, 70 Mods habe ich jetzt erstmal so zusammengebastelt gestern. Ja, ich sind mit dem Standard natürlich wieder ganz normal. Fullscreen Map, Scale Hack, ProMods World Far Zoom, Background Map. Damit fahre ich am besten und habe keine Abstürze. So, dann habe ich den Volvo habe ich wieder reingenommen. Der wurde aktualisiert. Den sollte man auch ganz oben als Priorität einsetzen, weil sonst kann es zu Abstürzen führen. Dann von Schumi den FH16 habe ich mit reingenommen. Mein Tunic Traffic Pack von Jessicat, was ich auch ganz cool finde. Painted Truck Traffic von Jessicat, auch sehr cool. Real Emergency IE Pack ist auch draußen für 1.49. Habe ich auch wieder mit reingenommen. Soundfixes Pack von Steam, auch sehr cool. Ja, was haben wir noch? Von Kriechbaum den Scania Sound, auch ganz cool. Volvo und Renault Open Pipe Sound von Easly funktioniert auch noch. Der wurde aktualisiert. New Service wurde aktualisiert. Real Companies wurde aktualisiert. Also alles, was so von Steam ist, wurde aktualisiert. Auch der Route Advisor ist auch für die 1.49. Was ich jetzt noch reingenommen habe, ist Lizenzplates. Da kann man seine eigenen Kennzeichen machen. Funktioniert nicht an jeder Zugmaschine, aber zum Beispiel am Volvo habe ich jetzt mein eigenes Kennzeichen gemacht. Ja, dann hier diverse Aufrüstteile, Anbauteile, das Poppy Pack. Das ist aber ein Paymod von Mazda. Auch ganz cool, wie ich finde, weil die Poppys einfach originaler aussehen. Ja, Exterior, Interior habe ich drin, Tamo Pack, gelbe Nebelscheinwerfer etc. pp. Heavy Cargo Pack von Jessicat, auch sehr cool auf jeden Fall. Da müsst ihr dann halt auf die richtige Reihenfolge achten. Ja. Also erst die Base, die Dev und dann die Traffic. Real Company Volume 1 und 2 habe ich noch drin. Dann unser eigenes Booster Wave Logistik. Trailer Skin für unsere eigenen LKWs. Firmennamen. So, SCS Trailer Tuning Pack habe ich drin. Krone V1 habe ich drin. Den MAN TGX 2020 Rework für Anbauteile, dass man die dran bauen kann. Den Mercedes Arox Agra habe ich noch mit reingenommen. Den habe ich noch nicht getestet, aber ich wollte mir den mal angucken. Ja, der Ford Transcontinental natürlich, der darf nicht fehlen, ne? Den habe ich wieder mit reingenommen. Der funktioniert auch noch wunderbar unter der Version 1.3. Der läuft auf jeden Fall. So, dann kommen wir mal zu den Karten. Ich würde mal sagen, wir fangen unten an. Ja, als erstes habe ich die Great Steppe drin. Erst die Assets, dann die Map. Dann kommt ganz normal die Pro-Mods, die Assets, 321 Model. Dann Media, Map, Definition und dann habe ich darüber den DLC Support gesetzt. Dann kommt die ProMods Middle East Assets, Map Package. Und dann habe ich die ProMods Trailer. Also erstmal Company Package, Company Definition, Trailer Package, Main Trailer Definition und Standalone Trailer. Dann habe ich Kabinenaccessoires. So, und dann kommt die Rust Map. So, und da geht hier so. Model, App und dann die Dev. So, und dann kommt die RoX, also die RoX Extended. 5, 4, 3, 2, 1. Dann kommen die City Names für die englischen
Straßennamen. Ne? Ja, und dass das Ganze alles verbunden ist, die Rohex mit der ProMods, mit der Middle East, RusMap, nehmt ihr einfach die Hybrid 2 Full Road Connection. Und das war auch schon die ganze Zauberei. So. Und das setzt sich dann alles zusammen und sind dann insgesamt 70 Mods. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Da steht jetzt nicht mehr Pro-Mods. Irgendein Mod ist dafür zuständig, dass der Skin geändert wurde von Pro-Mods. Da steht jetzt ganz normal Euro Truck Simulator 2. Aber das hat nichts zu bedeuten. Das Spiel läuft einwandfrei. Ich hatte bis jetzt, also ich habe es gestern ausführlich getestet. Ich hatte bis jetzt noch keinen Absturz. Also es scheint alles vernünftig miteinander zu arbeiten. Wie gesagt, es dauert immer ein bisschen, bis er geladen hat. Er muss jetzt erstmal wieder die Mods aktualisieren. Aber es sollte eigentlich schnell gehen. Ja, ich werde das Video nachher auf jeden Fall auf YouTube noch hochladen und dann werde ich natürlich auch Links zu den Karten und so weiter werde ich reinstellen, ihr euch die runterladen könnt. Die Reihenfolge, die seht ihr im Video, ist eigentlich ziemlich easy zu installieren. So, dann gehen wir mal auf die Karte. So, da haben wir unsere Karte. Hier wunderbar, da ist die Great Steppe. Hier ist die RusMap. Wax. Funktioniert alles wunderbar miteinander. Ja, ich hatte mir ein neues Profil gemacht, deswegen habe ich auch nur 9,5% der Karte freigeschaltet. Ich hatte das aber schon auf der 267 gemacht und habe das wieder umgeswitcht. Seht, ich bin erst Level 20 hier, ne? So, wir fahren jetzt einfach mal irgendeinen Auftrag. Gucken mal. Wir nehmen mal einen Schnellauftrag, so zum Testen. So, und dann gucken wir mal, wo wir fahren. Jetzt mal gehen wir hier. Kennen wir schon. Fahren einfach. Chevo. 38 Kilometer. Ja, dann machen wir das mal mit dem neuen Volvo. Ich habe ja jetzt ein paar Mods auch eingesetzt, Bitte dass man fahren zum Sie zur Beispiel markierten Route. die Oh, haben wir ein dickes Rohr drauf, wa? Jo. Können wir auch direkt Rundumlicht anmachen. Jetzt mal alles einstellen hier. Ist natürlich beim gestellten LKW ist es immer so, dass ihr alles einstellen müsst. So, jetzt erstmal hier alles umstellen. So.
Wir haben aber nur Rundumlicht. Vorne, glaube ich, oder? Oder hinten haben wir auch. Ne, hinten haben wir nicht. Aber wir haben dickes Rohr drauf. Okay, wenn wir nochmal losfahren. Biegen Sie links ab. Auf jeden Fall 4 oder 5 gelenkte Achsen. Schon mal cool. Fahren Sie geradeaus. Fahren Sie geradeaus. Halten Sie sich links und dann biegen Sie links ab. Biegen Sie links ab. So, also mit dem automatischen Abblendlicht und automatischen Fernlicht, das hatte ich ja im letzten Video schon erklärt. Also das vom SCS wirklich super umgesetzt. Nehmen Sie die Ausfahrt auf der rechten Straßenseite. Das funktioniert wirklich super. Sobald einer vor mir ist, geht's aus. Wenn mir einer entgegenkommt, geht's aus. Am Tage im Tunnel geht das normale Licht an. Wenn man rausfährt, geht's wieder aus. Ist auch ziemlich easy einzustellen. Also ihr braucht eigentlich nur auf Standlicht stellen. Und dann habt ihr normales Abblendlicht. Und beim Fernlicht ist es so, dass ihr immer den Fernlichtschalter eingeschaltet haben müsst, sonst funktioniert das nicht. Ne? Also Fernlicht immer eingeschaltet lassen. Aber ich finde es eigentlich ein ganz cooles Gimmick halt, ne? Das macht das Spiel wieder halt ein bisschen realistischer wieder.
Also man merkt jetzt schon, ne, bei der 1.49, dass die Grafikeinstellung mit der HDR-Grafik, mit dem Wetter, mit der Wettersimulation, dass es schon ganz schön an der Leistung zieht. Also Leute, die, sag ich mal, etwas schwächeres System haben, die sollten eventuell auch die Leistung ein bisschen runterdrehen, also die Grafikeinstellung ein bisschen runterdrehen. Weil man merkt es wirklich schon. Also ich habe bis jetzt Gott sei Dank noch keine Probleme gehabt. Klar geht die FPS manchmal ein bisschen in die Knie, aber das ist meistens so in der Stadt. Aber ich habe mein System ja auch für ETS speziell eingestellt, sprich über Windows und über die Startoption von Steam und Grafikeinstellungen. Ich habe mich da wirklich mal so 2 Tage hingesetzt und habe meinen ganzen PC anhand von verschiedenen Videos umgebaut. Von den Einstellungen her extra spezialisiert auf ETS, gerade auf hohe Leistung zugeschnitten. So, wir haben noch 212 Kilometer. Autobahn ist schon ganz schön voll. Das um 7 Uhr. Das ist wahrscheinlich Feierabendverkehr sein hier. Halten Sie sich links. Aber natürlich ein sehr schlechtes Wetter erwischt. Aber ich habe bis jetzt auch noch keine Blitze in dem Spiel gesehen. Also so gewittermäßig. Die Blitze sollen ja auch anders aussehen. Das Gewitter soll anders aussehen. Habe ich bis jetzt nur im Video bei YouTube gesehen, aber im Spiel direkt noch nicht. Halten Sie sich links. Okay. Wollte schon rechts abfahren. Ach, am Anfang habe ich auch immer gedacht, wo ich meinen ersten Kombo selber gemacht habe. Mein Gott, das ist ja wirklich nicht so einfach. Und ich sag mal so, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, und es gibt ja auch diverse Hilfestellungen, sprich von SCS, die Load Order, wo alles genau erklärt ist, welche und wie ich Reihenfolge für die Mods, Root Connections und so weiter man braucht. Ist das alles kein Problem. Wie gesagt, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann geht das eigentlich.
Das ist ja auch immer das Erforschen so. Man macht den Mod rein, man macht den Mod rein und funktioniert das jetzt oder funktioniert das nicht? Wichtig ist immer, dass ihr, wenn ihr mehrere Mods von einem Gesamtmod habt, dass ihr die Reihenfolge einhaltet. Sprich die Pro-Mods oder Karten-Mods oder so. Da müsst ihr dann halt immer in der Load-Order gucken. Da steht es genau drin, in welcher Reihenfolge das einzuhalten ist. Oder zum Beispiel die Rohex. Das steht auch wunderbar auf der Seite erklärt, welche Dateien man dafür braucht und welche Root Connections und ja, es ist also super erklärt. Es ist eigentlich kinderleicht. Weil der lässt mich sogar rein. Jetzt hat er eine Notbremsung gemacht. Nehmen Sie am Kreisverkehr die erste Ausfahrt. Nehmen Sie jetzt die Ausfahrt. Haben wir eine Notbremsung gemacht? So, wie schnell dürfen wir hier fahren? 90? Nein. So, wir haben noch 102 Kilometer. Aber es wird langsam hell. Ich glaube, das Wetter wird besser. Ich glaube, es müsste gleich sogar aufhören zu regnen. Nehmen Sie am Kreisverkehr die zweite Ausfahrt. Nehmen Sie jetzt die Ausfahrt. Also man sieht schon, ne, dass das mit der Grafik sich geändert hat, mit dem Himmel. Das haben die schon echt gut umgesetzt. Auch mit dem Helligkeitsverhältnis Halten Sie oder sich rechts mit und der dann biegen Sie Dunkelheit, rechts ab. dass das so allmählich dunkel wird oder hell wird und nicht so schlagartig. Das haben sie schon wirklich Biegen Sie rechts ab. besser umgesetzt jetzt in diesem neuen Update. Jetzt mal das Fernlicht aus, weil ist ja eigentlich schon hell genug, ne? So, wir haben jetzt 4:23 Uhr am Sonntagmorgen. Im Spiel natürlich. In echt haben wir jetzt natürlich 19:01 Uhr am Sonntagabend. Ja, aber wie gesagt, das ist schon echt cool gemacht hier. So, wir haben noch 57 Kilometer. Wir nähern uns jetzt erstmal der Grenze, so wie das auf der Karte aussieht. Ja.
Der Regen hört nicht auf. Der Regen hört nicht auf. So, und da ist der Grenzfluss. Sind wir jetzt drüber und dann sind wir auch schon gleich in der Ukraine. Müsste jetzt gleich der Grenzübergang kommen, laut Karte. Aber erstmal müsste noch ein Kreisverkehr kommen, oder? Nee, da kommt direkt der Grenzübergang. Hier so ein bisschen komisch dargestellt auf meinem Dashboard. So, und jetzt sind wir in der Ukraine. Hier ist ein Zirkus. Ja, ein Zirkus aufgebaut. Ja. Demnächst biegen Sie rechts ab. Biegen Sie rechts ab. Vier Minuten nach fünf, Sonntagmorgen. Hier ist noch gar nichts los. 35 Kilometer noch. Demnächst biegen Sie rechts ab. Biegen Sie rechts ab. So, wir müssen aber jetzt langsam gleich da sein. Das Wetter scheint besser zu werden.
Ja, 90 dürfen wir, aber wir fahren mal so 78. Ich denke mal, das ist eine ganz gute Mischung. Demnächst biegen Sie links ab. Oh, jetzt kommt noch ein Zug. Biegen Sie links ab. Sie haben das Ziel erreicht. Das Rohr geht nach FedEx. Okay. Ist die Frage, wo wir hin müssen. Ich denke mal, wir müssen hier irgendwo mein Tor fahren. Da kommt schon wieder der nächste Zug. Oder da hinten in die Ecke. Ah, wir müssen dahin. Ho. Das ist natürlich jetzt ein bisschen. Den Auflieger da so ein bisschen schief abgesattelt, ne? Deswegen ist das jetzt nicht so toll gemacht, aber manchmal ist das auch richtig blöd gemacht. Da kommt man da in die Ecken gar nicht rein. Aber man muss ja nur diese Warnbarken treffen. Bei diesem Mod. Sieht doch ganz gut aus. Kann man das so verkaufen? Bah. Kann man verkaufen.
So, jetzt zum Schluss zeige ich euch das noch mal ganz kurz. Also wie gesagt, erst die Pro-Mods. Raid-Steppe kommt immer unter die Pro-Mods, ganz wichtig. Die Middle East immer über die Pro-Mods. Die Assets kommt immer als erste Datei und dann kommt die Defend Map. Also die Assets kommt immer darunter. Ne? Das könnt ihr euch mal für die Zukunft merken. Sei es Pro-Mods, sei es Pro-Mods Raid-Steppe, die Assets immer nach unten. So, dann kommt ja ganz normal hier Trailer, das Trailer-Paket. Map, Model, Map, Dev, dann die Roex 5, 4, 3, 2, 1, Roex, englische Städtenamen und die Hybrid, die ist ganz wichtig, die verbindet die Roex mit der ProMods, mit der Middle East, mit der RusMap. Das ist die Full Road Connection Hybrid 2 für die 1.49. Die kriegt ihr auch auf der Roex-Seite, also das ist da auch alles wunderbar beschrieben, wie man das macht und wie gesagt. Das sollte alles super funktionieren. Ja. So, ich werde das Video gleich hochladen. Ich werde die Links alle unter dem Stream verlinken auf YouTube. Und dann viel Spaß beim Basteln. Ich wünsche euch noch einen schönen Adventssonntag. Euer Trucker Party. Bis denne.